Hallo, Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei The Whispered World. Wir waren hier immer noch in diesem Kerker und sollten Dinge herausfinden. Der Käfig macht nicht das, was er will. Und auch sonst ist irgendwie problematisch. Jetzt schauen wir erstmal die glühenden Kohlen an. Vielleicht Glühende helfen die uns. Kohlen, wie die, auf denen ich sitze. Vielleicht hätte ich das Fenster zumachen sollen. Nicht wundern, wenn irgendwie etwas sehr Lautes ins Mikro dringt. Nochmal? Glühende Kohlen, wie die, auf denen ich sitze. Aha. Kannst du? Okay. Und jetzt? Das sieht alles anders. Und was macht die Streckbank so? Kann man die vielleicht absägen? Super, jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Das ist ein Smiley. Der schreit. Was bringt das jetzt? Vielleicht können wir. Jetzt vielleicht? Verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Also es ist tatsächlich irgendwie sinnvoll. Aber was? Naja. Gucken wir uns das nochmal an. Vielleicht kommen wir damit ja weiter. So rein. Und nun? Und nun, flupp. Ach so. Mach dich mal wieder dicke. So. Und rein mit dir. Und nun? Ah, stimmt. Wartet mal. Sei noch mal lieb. Da ist ja dieses Olivenzeug. Da ragt ein Olivenzweig durchs Gitterfenster. Na, wenigstens scheint noch irgend. Ja. Und irgendwas mit dem Knochenstumpf. Die Hand geht wieder zurück. Ich bezweifle, dass er sie zurückhaben will. Na toll. Geht. Die Säge haben wir jetzt nicht mehr. Na toll. Diese Sichel vielleicht? Hier hast du einen Hey! Ersatz. Was denn? Kein Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Ein Pirat. Vielleicht funktioniert das ja. Das Und wäre jetzt nun? natürlich überaus toll. Schnipp. Oh, cool. Das ist natürlich toll. Die Olivenernte ist dieses Jahr nicht gerade üppig ausgefallen, aber immerhin. Flupp. Nimm Spot mal wieder. Nein. Ja, du sollst ihn ja nehmen. Ich höre mich ja beim Reden selber und gerade fuhr ein Auto vorbei. Das habe ich jetzt nicht gehört. So, was bleibt noch? Die Sichel. Kann man die wieder. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Was machen wir mit dem Nagelbett? Haben wir vielleicht. Nein, damit bekomme ich die Nägel da nicht ab. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Aha! Kannst du vielleicht. Nein, damit bekomme ich die Nägel da nicht ab. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Nicht mal mit dem Brecheisen? Haben wir noch. Ah, mit der Zange Na, natürlich. dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Ah, so, mach dich noch mal hier und so. Das würde ich jetzt. Ja, Geht das das? könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf Hahaha. diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm Ha. herausoperiert. Und das macht dir wirklich nichts aus, Kumpel? Du bist sehr tapfer. Oh Mann. Er scheint sich da ganz wohl zu fühlen. Aber ich sehe den Flüsterstein. Kriegen wir den vielleicht auch mit der Zange hinaus? Da ist die Zange.
Die Idee ist gut, aber mit der Zange allein komme ich nicht tief genug ins Bots Magen hinein. Dann vielleicht... Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Mit... Nee, na, oder? Sieh mal einer Nein. an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Das ist wohl eine Rechtshänderzange. Geht das jetzt? Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Aber wie soll ich dann die Zange bedienen? Wie machen das Mediziner mit einem Seil? Ich knote das Seil drin, an oder? Die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. So, wie in der Medizin, wenn es auch nicht so... Schaut mal genau die Kabel an. Ich bin gespannt. Na dann, Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Na nun, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Gut gemacht. Das war ja lustig. Können wir jetzt die Hose mitnehmen? Also, wir haben hier alles. Oh, oh, oh. Bulldog? Hört ihr das? Ich denke nicht. Streckbank, Käfig, dann hätten wir aber hier alles, ne? Naja, packen wir es mal. Die Hose holen wir wieder, wenn wir den Flüsterstein... Der Flüsterstein, endlich habe ich ihn wieder. Brav. So, 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 dann gehen wir mal zu unserem Freund und zeigen ihm, was wir gefunden haben. So. Ups. Da. Ich habe den Flüsterstein. Wir können es noch aufhalten. Du hast ihn tatsächlich dabei? Ich meine, natürlich hast du das. So hatte ich es ja von Anfang an geplant. Umso tragischer, dass du zu spät kommst. Aber sei nicht traurig. Ich wusste ja, dass es ein Risiko ist, einen Amateur mit hineinzuziehen. Genau. Dein Plan war super, aber ich habe einfach zu lange getrödelt, nicht wahr? Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Du bist eben kein Chaski wie ich. Na, hervorragend. Hier, Kuh, isst du ihn. Aber nein, ich bin doch nicht verrückt. Den habe ich doch gerade eben erst aus seinem Magen heraus operiert. Das möchte ich auf keinen Fall wiederholen. Na gut. Alchemielabor. Was haben wir noch übrig? Das Periodensystem, jetzt geht's wohl an dieses Eingemachte. Nägel, ein leeres Fläschchen und ein Glaskolben. Was müssen... Ach, Oliven hier. Die Olivenernte ist dieses Jahr nicht gerade üppig ausgefallen, aber immerhin. Können wir euch hier als Chemiestudent sage ich... Das könnte funktionieren. Natürlich, als Chemiestudent sage ich, das funktioniert. Das ist eine Destille. Aha. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Nett. So, wenn du das jetzt anfackelst, geht das von hier, hier hoch. Das wäre korrekt, aber so. Schauen wir uns das nochmal an. Blub. Ah. Haben wir... Oh! Korken? Ah, wir können also... Wartet, geht das? Tu mal hier irgendwas so. Hier zum Beispiel Rohr. Aha, die können wir also verstopfen. Dann würde ich sagen, von oben direkteste Weg wäre hier. Ah, das geht natürlich nicht. Spinne. Schon wieder so ein Rätsel. Kaputtes Rohr, das geht also sowieso nicht. Aha. Ich schau mal hin. Ist es leer oder sieht es einfach... Nee, ich glaube, es ist kaputt. Dann müssen wir den Weg hier gehen. So. So. Das sieht auf jeden Fall richtig aus. Und dann nach links. Aber hier können wir nichts machen. Und das muss irgendwie abgedichtet werden. Ist das vielleicht? Ach, wartet mal. Machen wir das effektiver. Das brauchen wir ewig zum Destillieren. Oder auch nicht.
Das Spiel hängt also ziemlich, wenn wir das machen. So, Korken. Naja, jetzt sind wir einmal durch. Das Problem ist hier. Kann man da oben vielleicht noch einmal... So. Könnte das hinhauen? Jetzt müssen wir erst wieder Spot zum Anfackeln benutzen. So. Und los geht's. Geschafft. Ich habe mein eigenes Olivenöl destilliert. Cool. Die Frage ist nur, wie komme ich da oben ran? Oh je. Es fehlt zwar ein Wasserrücklauf, aber okay, das... Das ist eine Destille. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Dann haben wir oben noch das Öl. Mein selbst destilliertes Olivenöl ist fertig. Aber wie komme ich jetzt da ran? Was haben wir denn? Vielleicht... Nein, ich komme nicht ran. Kann man das verbinden? Habe ich nicht schon genug gehabt? Ja... Die Kurbel möglicherweise... Und ich hoffe, da dient sie... Nochmal von vorne. Nein, die Kurbel scheint für etwas anderes gedacht zu sein. Möglicherweise, und ich hoffe, dass ich mich mit dieser Vermutung nicht so weit aus dem Fenster lehne, dient sie zum Kurbeln. Damit könntest du recht haben. Lieber nicht. Noch ist nicht alles im Eimer. Verdammt. Ich brauche kein Loch im Eimer. Nein. Ich benutze den Flüsterstein bestimmt nicht als Wurfgeschoss. Ich muss damit immerhin noch die Welt retten. Na gut, wenn alles schief geht, dann benutzen wir Spot. Vielleicht hiermit, dass er hochkrabbelt. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Okay, dann werfen wir ihn. Blub. Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe... Was soll's? Boing, 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 boing. Intelligent. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Hallo? Wo kommst du jetzt her? Ja, ich glaube, den Lastwagen hat man gehört. Ist das jetzt da rausgeflogen? Nö. Nur Schloss. Dann ist am nächsten eigentlich nur noch hier. Trog. Na komm. Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Was mache ich denn jetzt? Nee, oder... Oh. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Olivenöl schmeckt gut, ne? Schon wieder? Was geht denn heute ab? Es ist 10:30 vorbei und es ist so viel los in diesem Dorf. Oh. Kuhfuß. Nein, sie hat schon viel davon. Kurbeln? Können wir es aus ihr rauskurbeln? Ich glaube nicht, dass der Kuh das bekommen würde. Können wir... Nein. Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Was machst du denn? Nanu, wer sagt's denn? Das habe ich mir redlich verdient. Selbst gepflückt, selbst gebrannt und selbst gemolken. Wann kann man sowas schon mal von sich behaupten? Mahlzeit. Das ist jetzt Kuhöl. Kuhlivenöl. Okay. Verwandle ich mal wieder zurück. Die fünf Dinger machen mich nervös. Was fehlt noch? Eigentlich nur noch hier, ne? Das Planetensystem. Können wir das Öl... irgendwo einfüllen. Getriebe, ganz ja. Ganz ruhig, Sedgwick. Nur nicht durcheinander bringen lassen. Das Öl gehört in den Einfüllstutzen. Ja. Ah, Ölschacht. Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fülle das Öl in den Einfüllstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum. Und wo kriegen wir jetzt den Trichter her?
Dann sag uns mal, wo wir einen Trichter herkriegen. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Wie lässt sich das Ding... Das, die Kurbel... Ab. Und wenn du... Na super. Ich versuche, tu das. Ich glaube... Was stehst... Los, los! Na gut, was haben wir denn? Könnten wir vielleicht... Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Da wäre es aber einfach umzufüllen. Kennt ihr das aus der Schule? Geht das? Hey du, hör mal her! Ah, lass das! Das ist ja grauenvoll! Nettes Hörrohr. Ja, nicht wahr? Ich habe den ganzen Nachmittag gebraucht, um es zu konstruieren. Und dann lag alles doch nur an der Unordnung in meinem Bücherregal. Naja, sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut oder als Kaffeefilter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Heureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Irks. So. Hörrohr. Können wir das nochmal machen? Ach nee, vielleicht mein Kuhfuß. Hey, lass das! Wehe, du bringst meine Aufzeichnungen durcheinander. Das sind wichtige astronomische Erkenntnisse. Astronomisch. Okay. Dann... Das wird doch hinhauen. Weil das Ding jetzt größer ist als der richtige Ölschacht. Dödel. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch den Flüsterstein und die Kurbel. Es ist nicht leiser geworden. Der Flüsterstein! Du hast ihn gefunden! Schnell, setze ihn in das Planetensystem ein. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge liegen. Und was ist die richtige Reihenfolge? Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. So, ich habe ein Blatt Papier hier. Dann wird das jetzt wohl eine lustige Aufgabe. Wir gehen das Lexikon nochmal durch, dann schreibe ich mir das nach Möglichkeit auf. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Silens Frobel. Wieso redest du so schnell? Ich kann doch nicht mal so schnell mitschreiben. Hier ist ein Band über Astronomal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Avrius. Ja. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Oh Mann. So schnell kann ich das nicht mitschreiben. Ich habe leider kein Steno gelernt. Na gut, dann machen wir es einfacher. Erst die Farben anschauen. Da habe ich nämlich jetzt richtig Bammel vor. Soweit ich nämlich weiß, war das ein Fehler in der ersten Version des Spiels, dass man, wenn man hier das Rätsel nicht auf Anhieb richtig löst, dass es einen Bug im Spiel gab und man nicht fertig werden konnte. So.
Dann gucken wir uns nochmal das Periodensystem an. Periodensystem. Das sind die fünf von links: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Vernin, rot. Afrium, violett. Silenz ist braun, oder? PO ist gelb und Frobbel grün. Das wäre dann hier alles Wichtige. So, so. So. Einmal nach oben, einmal hier hin. Schauen wir, wartet mal kurz. Nein, es steht keine Version dabei. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir hier eine gepatchte Version haben, dass ich mir keine Gedanken machen muss. So. Was sagte er denn nochmal zur Tafel? Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silenz und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden, wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Okay. Aber die Reihenfolge. Also es ist wirklich trotz Öl nicht besser geworden. Okay, Lexika. Hier ist ein Band über Astronomie. Das muss ich mir noch mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Mhm. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Oh. Entweder der Hund schlaf. Bellt er im Schlaf? Ja, er bellt im Schlaf. Okay. Was träumt der gerade? Süß. Oh mein Gott. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer, vom Pornius immer kleiner, oder? Ich weiß, das nervt hier euch, aber ich muss mir das dreimal anhören. Vernicus ist der mittlere Planet, heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ja. Gut, jetzt habe ich mal alle Infos da und jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist ganz... Ich muss zugeben... Ja. Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Zur abweg... Wow. Ich würde ja pfeifen, aber mein Mund ist so trocken. Planetensystem getrieben war mit dem. Okay, dann setzen wir mal einfach den Flüsterstein ein. Und dann müssen wir das richtig anordnen, ha? Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend. Wie bist du an ihn rangekommen? Das... willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Ah, jetzt kann man das so machen. Okay. Die richtige Reihenfolge. Der größte ist Pornitus. Der kleinste ist wahrscheinlich dann Tump. Silenz.
Der ist hier. Silens hat welche Farbe? Braun. Das ist natürlich wieder... Ah, ist schon okay. Rot, lila, grün, gelb. Jetzt bin ich verwirrt. Rot, lila haben wir. Blau. Gibt's nicht. Also gelb ist hier. Grün ist hier. Rot ist hier und lila. Dann wird braun und blau, habe ich wohl übersehen. Dann nimm mal das da und tu das da hin. Dann gehört das hier hin. Blau. So. Als nächstes kommt der zweitgrößte Planet. Das ist dieser Avrius. Avrius, das ist violett. Hoffentlich passt das. Ich orientiere mich jetzt hier ran. Hier ist der zweitkleinste Planet. Der zweitkleinste Planet ist dieses VI. Vernium. Das müsste rot sein. Dann flupp, flupp. So, so, so. Dann kommt hier der dritte, der mittlere Planet. Der mittlere Planet. Jetzt muss ich nur gucken. Oh. Mist, Digga, Mist, Mist. Dann kommt hier der hier rein. Und der zweitkleinste ist der gelbe. Und gelb ist, nein. Der zweitkleinste ist Frobbel. Und Frobbel ist natürlich grün. So, sieht das richtig aus? Na, ich möchte doch hoffen. Fehlt hier was? Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. Das lasse ich besser in Ruhe. Naja. Wenn man es jetzt nach dieser Tafel ordnet. Ich habe es jetzt nur nach dieser Tafel geordnet. Ist das vielleicht korrekt? Mit bloßen Händen kann man das offenbar nicht bedienen. Hier fehlt irgendetwas. Eine Kurbel? Drückt mir die Daumen. Hoffentlich ist das Spiel nicht kaputt. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Mistiger Mist, Mist. Okay, einmal probiere ich es noch. Und wenn nicht, dann machen wir im nächsten Video mit der richtigen Lösung weiter. Das mache ich dann offscreen. Also, von der Sonne aus werden alle Planeten immer kleiner. Das ist ganz... Ich muss... Ja. Silens ist der zweite, aber nicht der zweitkleinste. Also von welcher Sonne? Ach. Mondornament. Ich bin einfach nur verwirrt. Okay, ganz außen ist auf jeden Fall der dickste Planet. Und der dickste Planet namens irgendwas mit Po ist gelb. Ja. Und wo ist quasi die Sonne? Ah. Vielleicht eher einfach nur quasi eins weitergeschoben, wenn das nicht hinhaut. Sehen wir uns mit der richtigen Lösung im nächsten Video wieder. Babababab. Nee, ich will doch nur die Kurbel benutzen. Hallo. Jetzt aber. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay, ich hau die dann in die richtige Reihenfolge und wir sehen uns im nächsten Video, wo sie richtig platziert sind. Bis dann, Leute. Bis dann.